Wie lange dauern eigentlich diese ganzen Implantat-OPs? Wir geben euch heute einen Überblick über die wichtigsten Eingriffe, sodass du einschätzen kannst, was auf dich in deiner persönlichen Implantat-OP zukommt. Viel Spaß bei Implantalk! Wir reden immer ganz viel über das, was alles möglich ist. Aber was ganz viele sich auch fragen, ja, wie lange dauern denn eigentlich die ganzen Implantat-OPs? Und ich wurde das schon sehr, sehr oft gefragt, auch in den Live-Q&As und natürlich bei jeder OP-Aufklärung ist die Frage, und wie lange dauert die OP jetzt eigentlich? Und deswegen fand ich es total sinnvoll, in diesem Video einmal so einen Überblick zu geben. Was hat man zu erwarten bei den gängigsten Eingriffen? Ich werde das so ein bisschen clustern, also sprich, ich werde das alles ein bisschen einteilen, wie groß, wie klein, welche Knochenaufbautechnik und dann auch mal so ein Beispiel von so einer Kombination geben, wie lange wir dann kalkulieren für so eine OP. Und wenn du das für dich sozusagen dann auf deine eigene Situation umlegst, dann weißt du ungefähr, was dabei ungefähr zu erwarten ist. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Das sind unsere OP-Zeiten. Wir sind durch ein hohes Maß an Routine schnell unterwegs und woanders kann das deutlich abweichen. Das kann vielleicht auch nach unten abweichen, meistens wird es aber eher nach oben abweichen. Das ist so unsere persönliche Erfahrung, weil wir kriegen ja auch Patienten, die woanders schon Implantate bekommen haben und die sagen meistens, bei uns ist es deutlich schneller gegangen. Okay, also starten wir einfach mal in das Thema rein. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktivier das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Erste Sache. Wir fangen ganz einfach an. Ein Einzelzahnimplantat ohne Knochenaufbau. Und das ist wirklich eine Sache, die ist für uns so routiniert mittlerweile, dass wir das normalerweise in einer reinen OP-Zeit, also wir reden jetzt OP-Zeit vom ersten Schnitt bis zur letzten Naht, also ohne die Lokalanästhesie, ohne eine eventuelle Sedierung, da dauert ein Einzelzahnimplantat bei uns in der Regel etwa 10 bis 15 Minuten. Warum ist das so schnell? Ja, man macht einen kleinen Zahnfleischschnitt, man macht die Bohrung und dann kommt auch eigentlich schon das Implantat rein und dann näht man zu mit 3 oder 4 Nähten. Und für jedes weitere Implantat, was einfach ist, ohne Knochenaufbau, würde ich ungefähr 10 Minuten dazu rechnen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel mal auf so eine einfache Implantat-OP mit 4 Implantaten hochrechnen, sind das ungefähr 45 Minuten reine OP-Zeit. Klar, da sind Vorzeiten und Aufklärungszeiten und Nachbereitungszeiten und Fäden entfernen und später die Prothetik. Aber das ist der chirurgische Eingriff im Endeffekt. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu den interessanteren Sachen. Was ist zum Beispiel mit dem Sinuslift? Sinuslift als Einzelleistung, also sprich der Aufbau der Kieferhöhle mit Knochen, verlinke ich dir oben auch einmal unser Video zu dem Thema, dauert, wenn es ein einfacher Sinuslift ist, vielleicht 20 Minuten, vielleicht 25. Wenn es ein bisschen komplizierter wird oder wir müssen den Sinuslift ausdehnen auf 2 bis 3 Zähne, dann dauert es vielleicht so 30 bis 40 Minuten. Plus Implantatsetzen natürlich, also sprich das Implantatsetzen ist damit bei. Wir reden jetzt von einem Sinuslift mit einem Implantat. Da sind wir dann meistens so im Gesamtbereich 30 bis 45 Minuten. 2 Implantate mit Sinuslift, 40 bis 55 Minuten. Wenn es ein schwieriger Sinuslift ist, dann kann es auch mal eine Stunde dauern, ist aber schon eher selten, also eher so 40 bis 45 Minuten. Das ist so Thema Sinuslift. Dann schauen wir uns mal an, Einzelzahnimplantat mit einem kleinen Knochenaufbau, also wo wir außen am Knochen ein bisschen was anlagern oder innen am Implantat und dann mit einer Membran abdecken und danach zunähen. Das ist je nach Größe des Knochenaufbaus in etwa 30 bis 40 Minuten erledigt, so lange dauert die OP-Zeit. Und wenn dann jedes Implantat, jedes weitere, was dazukommt, muss man dann wieder 10 bis 15 Minuten dazu rechnen. So, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den aufwendigeren OPs, die ein bisschen komplexer sind. Und da steht natürlich allen voran der sogenannte Knochenblock, also die Knochenblock-OP mit einer Schalentechnik. Und das ist schon deutlich aufwendiger. Also hier dauert so eine Block-OP etwa 80 bis 100 Minuten für eine Seite. Was ist damit drin? Da ist eben die Knochenblockentnahme am Kieferwinkel, dann die Fixierung des Blocks im aufzubauenden Gebiet und dann eben das Auffüllen des Defektes und die Deckung mit Zahnfleisch. Blende ich dir gerne auch oben einmal ein.
wenn du dich über das Thema Knochenblock-OP noch ein bisschen tiefer informieren möchtest. Aber das ist so die OP, wenn es wirklich, wirklich, wenn viel Knochen fehlt. Und wenn man das auf beiden Seiten macht, dann, ja, dann ist man eben auch schnell mal bei 2 bis 3 Stunden OP-Zeit. Also hier muss man natürlich dann auch sehen, dass wir später noch implantieren müssen. Das heißt, das ist so eine OP, wo man eben nicht gleichzeitig implantiert, sondern erst aufbaut, abheilen lässt und dann später die Implantation ist wieder schnell, weil im Idealfall hat man da ja einen Top-Knochen nach der Augmentation. Man muss eigentlich nur die Mikroschrauben entfernen. Das ist das Einzige, was sozusagen mehr ist als bei einer reinen Implantation. Also da sind wir so vielleicht bei, naja, für ein Einzelzahnimplantat 20, 30 Minuten vielleicht. So, und jetzt haben wir so die klassischen größeren OPs noch. Was ist denn, wenn wir 6 Implantate im Oberkiefer setzen möchten? Was gehört denn alles dazu? Bei 6 Implantaten im Oberkiefer müssen wir in den Seitenzahnbereich und das bedeutet in den allermeisten Fällen, dass wir einen sogenannten Sinuslift auch brauchen. Und kann manchmal auch sein, dass man es nicht braucht, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir es brauchen. Vielleicht müssen wir in der Front irgendwo noch ein bisschen Knochen anlagern, das ist sehr häufig so. Und wir veranschlagen für diese OP 6 Implantate mit beidseitigem Sinuslift in etwa 2 Stunden. Ja, damit kommen wir immer sehr, sehr gut hin. Kannst du für dich ungefähr einschätzen. Das heißt, das Größte, was man so eigentlich bei uns in der Zahnmedizin operieren kann, 6 Implantate oben, 6 Implantate unten, mit beidseitigem Sinuslift oben und mit Knochenaufbau unten, das sind 4 Stunden. Dann hat man aber auch 12 Implantate gesetzt und massiv Knochen aufgebaut. Also das ist so ungefähr, ja, das ist so das Häufigste, was wir an ganz großen OPs dann eben machen. So, und dann gibt es noch natürlich die klassische All-on-4-OP, also 4 Implantate, die dann am gleichen Tag festsitzend versorgt werden. Und das dauert von der OP ja gar nicht so lange, weil es muss ja meistens nichts aufgebaut werden, sonst könnten wir nicht All-on-4 machen. Und die OP-Zeit an sich liegt da nur vielleicht bei 60 bis 80 Minuten. Man muss natürlich meistens noch Zähne ziehen oder ab und zu noch Zähne ziehen bei dem All-on-4-Konzept. Und wir müssen die Abdrücke für diese Fortversorgung nehmen und dann im Prinzip diesen Gesamtaufwand sehen. Und da ist die Gesamt-OP-Dauer mit den Abdrücken und mit Zähne ziehen häufig so in etwa auch bei 2 bis 2,5 Stunden. So. Jetzt hast du den Überblick. Sie haben jetzt richtig viele Sachen durchgekaut. Wahrscheinlich war nur eine davon für dich persönlich interessant, aber ich glaube, ist mal für viele, die diesem Kanal auch ein bisschen enger folgen, mal interessant, so ein bisschen zu sehen, wie operieren wir so und wie lange dauert das denn überhaupt so. Ja, und dann jetzt kannst du berichten. Wie war das denn bei dir, wenn du schon ein Implantat hast? Wie lange hat das bei dir so gedauert? Hast du ein Einzelzahnimplantat bekommen? Schreib doch mal, was du bekommen hast und wie lange es bei dir gedauert hat. Finde ich mega spannend, mal so die ganze Bandbreite zu hören. Und wenn du es vielleicht sogar bei uns bekommen hast, schreib das doch auch mal dabei und schreib mal so die Zeiten, ob das so, was ich gerade erzählt habe, so ungefähr hinkommt oder ob ich Unsinn erzähle. Wir haben ja mittlerweile sehr, sehr viele Fans, die wirklich bei uns waren und sich wirklich haben Implantate setzen lassen. Jetzt seid ihr aufgerufen, einmal unten zu kommentieren und bin gespannt, was ihr berichtet. Achso, und was ihr auch noch mal schreiben solltet, hättet ihr das vorher so eingeschätzt? Also hättet ihr gedacht, so ein Implantat, das dauert viel länger oder hättet ihr gedacht, so ein Knochenaufbau geht viel schneller? Das wäre mir auch nochmal ganz wichtig. Also wenn ihr das nochmal schreiben könntet, wäre ich euch mega, mega dankbar. So, in diesem Sinne, wir hören uns unter diesem Video und wie immer freue ich mich schon über ein Like oder über ein Abo von dir. Mein Name ist Doc Helker und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!